Das Konfuzius Institut München präsentiert den Hot Podcast. Lilly geht es blendend. Sie freut sich über die Ankunft des Sommers, denn bei Sonnenschein fühlt sie sich viel besser. Deli sieht jetzt viele Schüler, die das gute Wetter genießen, weil sie fertig mit dem Gaokao geworden sind。高考，我听说过中国的高考，但不是特别了解，是不是特别严厉？能详细讲讲吗？当然可以。中国的高考全称是普通高等学校招生全国统一考试，是中国每年六月七号、八号举行的全国性考试。高考起源于一九五二年。 可以追溯到中国古代的科举制度，是当时选拔官员的重要考试制度。经过多次改革，成为今天这种形式，成为高中生进入大学的重要途径，对他们的人生轨迹有着深远的影响。Lily erklärte mir, dass die vollständige Bezeichnung des chinesischen Gaokao eigentlich nationale einheitliche Aufnahmeprüfung für allgemeine Hochschulen heißt. 普通高等学校招生全国统一考试。 Es handelt sich dabei um eine landesweite Prüfung, die jedes Jahr am 7. oder 8. Juni in China stattfindet. Die Hochschulaufnahmeprüfung hat ihren Ursprung im Jahre 1952 und kann bis auf das alte chinesische kaiserliche Prüfungssystem, das sogenannte Keju, zurückgeführt werden, welches damals ein wichtiges System zur Auswahl von Beamten war. Nach mehreren Reformen hat sie ihre heutige Form angenommen und ist zu einem wichtigen Weg für Gymnasiasten geworden, um an Universitäten zugelassen zu werden. 因为高考有深远的影响。高考具体考哪些科目呢？高考的科目根据不同省份和学生选择的文理科有所不同。一般来说，文科生考试科目包括语文、数学、外语、历史、政治和地理；理科生考试科目包括语文、数学、外语、物理、化学和生物。 Lilly erzählt, dass die Prüfungsfächer im Gaukau je nach Provinz und der Wahl des geistes- oder naturwissenschaftlichen Schwerpunkts durch die Schüler variieren. Die Prüfungsfächer für Geisteswissenschaftler umfassen Chinesisch, Mathematik, Fremdsprache, Geschichte, Politik und Geografie. Die Prüfungsfächer für Naturwissenschaftler umfassen Chinesisch, Mathematik, Fremdsprache, Physik, Chemie und Biologie. Lilly, 高考对中国学生的重要性表现在哪些方面？高考不仅决定了学生能否进入大学，还影响他们可以进入哪所大学。中国的大学分为不同的层次，比如 “985 工程”和 “211 工程”大学，他们是中国顶尖的高等教育机构。进入这些大学的学生，往往会有更好的就业机会和发展前景。 Lily sagt, dass der Gaokao nicht nur darüber entscheidet, ob ein Schüler eine Universität besuchen kann, sondern auch darüber, welche Universität er besuchen kann. Chinesische Universitäten sind in verschiedene Ebenen unterteilt. Die Universitäten, die zum 985-Projekt oder zum 211-Projekt zuzuordnen sind, gehören zu den besten Hochschulbildungseinrichtungen in China. Studierende, die an diesen Universitäten aufgenommen werden, haben oft bessere Berufsmöglichkeiten und Entwicklungsperspektiven. Lily, na Gaokao inga 听说高考制度对学生的压力很大，是这样吗？高考的难度很大，一方面因为竞争非常激烈，每年有上千万考生参加，考生们需要在有限的时间内完成多科目的考试。为了取得好成绩，学生们从高中甚至初中就开始为高考做准备，每天学习时间非常长。另一方面是因为中国的学生和家长对高考的重视程度非常高。 高考被视为一考定终身，学生们在备考期间压力巨大，甚至有些学生会因为压力过大而出现心理问题。因此，近年来社会各界都在关注如何减轻学生的负担。所以，安通，你猜猜，在高考结束后，学生们通常会做什么呢？Lilly erklärt mir, dass der Gaokao sehr schwierig ist, vor allem wegen des äußerst intensiven Wettbewerbs. Jedes Jahr nehmen mehrere Millionen Schüler am Gaokao teil. Dabei müssen die Prüflinge innerhalb begrenzter Zeit mehrere Prüfungsfächer absolvieren. Um gute Ergebnisse zu erzielen, beginnen die Schüler oft schon in der Oberstufe, manchmal sogar in der Mittelstufe, sich auf den Gaokao vorzubereiten und lernen täglich sehr viele Stunden. Die chinesische Gesellschaft legt sehr großen Wert auf den Gaokao, denn sie wird als die Prüfung angesehen, die das gesamte Leben bestimmt. Die Schüler stehen während der Vorbereitung unter enormem Druck und einige entwickeln sogar psychische Probleme aufgrund des Stresses.

Lilly stimmt mir zu. Nach dem Ende des Gaukhaus haben die Schüler normalerweise eine lange Sommerpause von zwei bis drei Monaten. Diese Ferienzeit ist eine gute Gelegenheit für sie, sich zu entspannen und auszuruhen.

比如，很多同学会在升大学前的暑假里学车，拿到驾照；也有同学会利用这个时间了解自己即将进入的大学和专业，了解大学的课程设置、校园生活、社团活动等。有些大学会在暑假期间举办新生见面会或夏令营，帮助新生提前适应大学生活。安童，你可以提一些建议给将要上大学的同学吗？ Lilly sagt mir, dass dieser Zeitraum eine Übergangsphase für Schüler von der Schule zur Universität ist. Zum Beispiel nutzen viele Schüler die Sommerferien vor dem Studienbeginn, um Autofahren zu lernen und den Führerschein zu machen. Andere nutzen die Zeit, um sich über die Universität und den Studiengang zu informieren, den sie bald einschlagen werden. Sie lernen über den Studienaufbau, das Campusleben und über die Aktivitäten, die sie in den verschiedenen Clubs an der Uni absolvieren können. Einige Universitäten veranstalten in den Sommerferien Treffen für neue Studenten oder Sommercamps, um ihnen zu helfen, sich frühzeitig an das Universitätsleben zu gewöhnen. Lilly fragt mich, ob ich ein paar Vorschläge für Schüler machen kann, die bald zur Universität gehen werden. <laughs> 时间管理和规划能力，这些对他们的未来的大学生活和职业生涯都有重要的影响。是的，谢谢安童。我相信大家会好好享受这个假期，享受夏天的阳光和青春，同时也会居安思危，不断提升自己的能力，迎接大学生活。l i l y ist s i sicher, d a alle sich über diese s o m m e f e r i n freuen w e e